Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus dem Hofgarten. Quest Day fängt gleich an. Ich habe mir hier mal ein stilles Örtchen gesucht, wo wenig Wind ist. Weil der Wind ist überraschend stark. Bisschen kälter als erwartet. Aber ich denke, der Quest Day wird trotzdem ganz saftig. Ich habe einen Gast da aus Augsburg. Das ist der TZ. Wird euch wahrscheinlich nicht viel sagen. Ist einer der High-Level-Spieler von Twitter. Ja, wir hatten eigentlich was anderes geplant, aber dann ist ja zufälligerweise der Quest Day angekündigt worden für Samstag. Deswegen, ja, verbringen wir den mal zusammen. Und danach kommt noch ein Interview mit ihm, weil ich hatte ja ein Interview mit Carnifex geführt und der hat ja natürlich eine Menge reingecashed. Und jetzt im Vergleich dazu TZ, der komplett Free-to-Play ist, der Top-Free-to-Play-Spieler. Wird, glaube ich, interessant. Wie gesagt, Interview wird noch folgen. Und auch interessant zu sehen jetzt, wie er diesen Tag hier verbringen wird, weil wir sind ja eigentlich immer sehr ruhig, sehr chillig, gehen nicht da voll auf Hardcore-Grand-Modus. Bin sehr gespannt, wie der Unterschied sein wird. Hatte ursprünglich geplant, nur er und ich. Meine Kollegen haben woanders gestartet, fand ich jetzt nicht so effektiv. Grüße gehen raus an Murats Gang, Ostbahnhof. Schauen wir mal, bin gespannt, wie es bei euch so lief. Und dann hat sich Dimi überraschenderweise gemeldet. Gestern seinen ersten Deoxys gefangen, gestern seinen ersten Pike gefangen. Er ist wieder ein bisschen süchtig geworden, hatte sich gemeldet, ist heute am Start. Habe ihm aber nicht gesagt, dass es heute abgehen wird. Er denkt, es wird so wie immer ein bisschen ruhig, ein bisschen chillig. Aber heute wird es, glaube ich, abgehen. Also schauen wir mal. Da ist auch schon der Kollege. 11 Uhr, Event läuft. Dimi kommt zu spät. Aber er hat sich gemeldet und hat gesagt, er ist unterwegs und ist ein bisschen zu spät. So, Kollege hat gerade, das ist übrigens der Kollege. Servus. Hat gerade gesagt, drei gute Würfe hintereinander, also auf jeden Fall leichter. Ja, schauen wir mal. Spawns sind erhöht, ich brauche noch eine Menge von den shiny Wasser-Pokémon. Okay, Quest, das fange ein Enton, was halt nichts ist. Und dann noch entwickle zwei Wasser-Pokémon. Kann man gleich das Enton entwickeln, also scheint alles recht easy zu sein. Hab jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil wir den Kollegen hier runterziehen, weil die anderen noch nicht da sind. Aber hoffentlich geht es dann gleich los. Also die Spawns sind auch recht krass. Zeige ich euch gleich mal hier. Also schaut's. Bam, alles voll. Und unser erstes Perlu. 544. Es ist. Ja, 529. Gerade erst erfahren, dass es den Shiny gibt und bam, er und ich direkt Shiny bekommen. Nice! Shiny gibt's, gell? Okay. Also das ist TZ. Hallo. Hallo. Okay, servus TZ. Ich bin DA. Der krasseste Free-to-Play-Spieler. Die Abkürzungen habt ihr bitte. So, wir holen uns noch eins ab. Dimi hat gerade bei seinem ersten ein Shiny bekommen. Oh, Shiny Nummer 2. 525. Ja, Alter, die Shiny-Ratte ist aber krass dann. Wenn jeder schon einen hat und nicht sogar jetzt zwei. Und bei Barsch war, ihr wisst, es war leidend. Ja, wo keinen, aber gut. Tut mir leid. Erzähl Lügen. Aber ihr wisst, bei Barsch war es richtig leidend. Und jetzt ist es halt echt übertrieben. Oh mein Gott, Leute. Der Day lohnt sich. Ich habe schon zwei Shiny. Und, also zwei Shiny Perlo und ein Shiny Wingo. Eins der häufigen. Die eigentlich jeder hat, aber ich habe den irgendwie nie bekommen. So, Dimi denkt, er kriegt heute noch 100er. Wir haben leider keinen 100er, aber ein, ja, vielleicht 98er. Ich meine, 543 könnte ja auch 98 sein. Aber 542, sprich 2 WP unter 100. Also ich glaube schon ein 98er. Ich meine, 1 WP-Sprünge sind ja eigentlich eher nur bei Babys und so. So. Auf jeden Fall einen, den man maxen könnte. KP, Attack, 15. Attack! Oh mein Gott! So, Shiny Nummer 3. Aber, wie technisch, noch kein 100er. Weder bei mir noch bei Dimi. Aber an sich, geht schon gut ab. Das ist echt krass. Ich würde mich schon noch über einen Krabi freuen. Shiny. Und ein Enton, wenn man mal gierig sein darf. Und ein Hibiskus und ein Kabuto. Direkt mal drei abholen. Man sieht auch eine Menge Kollegen am Start. Eine Menge Leute sind hier und zocken. Viele bekannte Gesichter. Grüße genauso an alle, die ich heute gesehen habe. Oder alle, die mich gesehen haben, aber nichts gesagt haben.
Passiert auch öfters. Nummer 2. 5:33. Ich könnte gerne unten in den Kommentaren schreiben, wie es bei euch so läuft. Jetzt ist es ein bisschen windig. Ich hoffe, es passt trotzdem. Jetzt haben wir natürlich eine Menge verpasst für die kurze Szene, die wir gedreht haben. Aber egal, es geht schon. Was geht ab? Passt, man, passt. Oh, darf ich das dann verwenden? Okay. Oh mein Gott, Leute, 5:44. Der kann zwar nicht fliehen, aber trotzdem, goldene Berge. Einfach so. Erfolgreicher Tag. Ich kann nicht klagen. Vor allem auch noch vor Dimi bekommen. Ich hab gerade einen 45er oben. Keine Ahnung, das kommt doch. Ja, ja, du kommst immer näher, wir wissen's. Oh mein Gott. Hier, Ivy-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense. 15. Saftig. So, noch ein Shiny. Ich glaube Nummer 5. Aber könnte auch erst Nummer 4 gewesen sein. Theorie, wieso so viele Shiny Perlu kommen? Weil der hat ja zwei Entwicklungen, Zweigentwicklungen, und ist ja random. Falls man da nur ein, zwei bekommt, kann es natürlich leidend werden beim Versuch, beide Entwicklungen auf Shiny zu bekommen. Deswegen, ja, mehr Shiny, mehr Versuche. So, wir haben noch eine gute Stunde. Ich bin schon erledigt. Dimi ist auch schon K.O. Ah, ich habe eigentlich alles, was ich will. Genug Shinies, ein 100er, ein Shiny Bingo sogar. Von den anderen Sachen, die Shiny Warte, die Shiny Chance ist nicht erhöht. An sich hat, glaube ich, keiner irgendwas anderes Shiny bekommen, außer ich jetzt das Bingo. Ja, die Stunde machen wir noch und dann, dann schauen wir mal. Okay, ich habe die Entwicklungsquest. Schön für dich. Oh mein Gott. Ich habe die Entwicklungsquest, aber nichts mehr zum Entwickeln, außer die ganzen Perlu. Ich habe übrigens 4. So. Direkt dann auch noch neuer Deckseintrag. Können wir direkt 2 machen. Wenn wir Glück haben, haben wir die 2 verschiedenen. Wenn wir Pech haben, haben wir 2 gleiche. Da würde man reinkommen. Ist offen. So. Und zweiter, oder auch nicht. Ich dachte, das wäre offen. Zweiter Versuch. Kriegen wir 2 unterschiedliche oder denselben? Spannung steigt. Okay, ist nicht so spannend, es sind noch Shinies. Spannend wäre es bei 200 gewesen. Es ist 2 und derselbe. Tot. Wir haben jetzt noch 2 Versuche, um den anderen zu bekommen. Aber wir holen uns erstmal. So, hier die 2 Stops. Warte mal. Hier. Dann hier. Dann hier. Perfekt. Ah ja. Der nächste C-Day ist 15 Uhr bis 18 Uhr. Hast du da eine Meinung, Dimi? Wie? Also normal ist der immer 11 bis 14 Uhr. Ja. Auch wieder an einem Samstag? Diesmal Samstag, ja, aber 15 bis 18 Uhr. Keine Ahnung, ist halt vielleicht für die, die samstags arbeiten müssen, vormittags vielleicht nochmal gut. Ja? Ja. Wäre das für dich interessanter von der Zeit her, oder? Nee, ich finde eigentlich 11 bis 14 ist super. Ja, finde ich auch, ja. Weiß jetzt nicht, schauen wir uns mal an. Wir können ja auch dann mal schauen, wie viele Leute da unterwegs sind. Heute haben wir sehr viele getroffen. Da kann man ja sehen, was besser bei der Community einfach ankommt und welche Uhrzeit. Weißt du auch welches Pokémon schon? Das weiß ich nicht. Gekabor und 1/4 Kilometer Distanz. Nummer 5. Sehr gut. Eine Chance mehr für den anderen. Bei 3 Chancen sollte einer schon zu dem anderen werden. Hoffentlich. Und drin. Okay, ich habe wieder die Quest. Es wird weiter probiert. So. Schauen wir mal, ob wir den anderen bekommen können. 2 Entwicklungen wohl. Spannung steigt. Oh yes, da haben wir ihn, der andere. Ja, jetzt habe ich eigentlich auch alles erledigt fürs Event. Brauche auch noch keine Shinies mehr, außer ein Shiny 100er. Bin zufrieden. Wir haben noch ein Shiny, aber leider nicht so toll. 5,25 ist stabil, aber wie gesagt, ich habe eigentlich ausgesorgt.
Alles jetzt ist extra Bonus. 540 Shiny. Der ist echt saftig, Mann. Der ist saftig. Eigentlich habe ich gesagt, ich bin schon fertig, ich bin zufrieden, aber den nehme ich gerne mit. Den nehme ich echt sehr gerne mit. So, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch einen Shiny geschnappt. Der Kollege auch, 542 sogar. Nicht schlecht. Am besten enden wir irgendwo, wo es Essen gibt. Ich glaube, die mich schon K.O. Ich habe gerade gesagt, am besten enden wir, wo es Essen direkt gibt. So. So, Event ist zu Ende. Ich hole mal die letzten Quests ab und dann... Ja, da gibt es wahrscheinlich ein Feedback-Fazit zu Hause. Der letzte. Kein Shiny, aber... Ja, nix. Das war's. Alter, endlich zu Hause angekommen. Also schon ein bisschen länger, ich habe gerade gegessen. Geiler Tag. Ich war danach noch auf Lazio's Raid Tour. Das Video seht ihr aber morgen. Da gibt es auch einen krassen Highlight, also freut euch darauf. Aber Perlu Quest Day. Hammer. Ich hatte mega Spaß. 100er Perlu. Werde ich noch maxen. Wahrscheinlich nicht für dieses Video hier, weil das ist schon voll. Vielleicht einfach morgen noch in das Raid Video werde ich das kurz packen. Oder vielleicht mache ich es doch jetzt noch schnell. Wobei schon spät, ich will das Video jetzt noch hochladen. Ja, ich kenne sogar ein paar, die haben 100er Shiny bekommen. Glückwunsch. Ein Nicht-Perlu-Shiny, Wingull. Eine Kollegin von mir, Klavi, also nicht schlecht. Aber von den ganzen Wasser-Pokémon, die gespawnt sind, die ganzen Shinies, war jetzt nicht ganz so hoch wie erwartet, aber musste ja auch nicht sein. Und dann die Quest natürlich. Ja, haben mir alle gefallen, haben mir alle sehr viel Spaß gemacht. Es ging halt einfach viel schneller, viel zackiger. Dass nicht so lange sich hinauszögert und ausdehnt und sowas. Das war halt echt immer zack, zack. Nächste Quest, Perlu abholen, Quest, Perlu und so weiter, immer so zack, 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 zack. Und das scheint den Leuten sehr zu gefallen, also ich habe nur Positives gelesen. Und beim Marshall Quest habe ich fast gar nichts Positives gelesen. Also das fand ich gut. Doppelstaub habe ich auch gerne mitgenommen. Die Spawns waren alle erhöht, also auch ohne Module gab es immer was zu fangen. Wir sind dann ab und zu in so Bereiche gegangen oder gekommen, wo die Spawns halt tot waren. Keine Ahnung, was da los war. War in einem Gebiet... Alles voll. Man ist gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem Fang. Dann sind wir zu einem anderen Gebiet gegangen. Tote Hose, nicht ein Spawn. Und da musste ich die ganzen Quest-Pokémon fangen. Aus der Quest, aus meinem Stapel. Weil einfach nichts gespawnt ist. Also sehr, sehr komisch. Aber generell sonst sehr gut. Also Arena-Angriffe habe ich kaum gemacht. Da gab es auch irgendwas mit sehr effektiven Move-Einsätzen. Raid machen. Auch das Entwickeln habe ich nicht so oft gemacht. Ich hatte einfach keine Ressourcen mehr. Aber kann man natürlich sonst sehr schnell machen. Ansonsten, die Würfe waren diesmal sehr vielfältig. Es gab welche hintereinander, es gab Gesamtwürfe, großartig, nice. Und nicht so viele, also nicht 10 oder 15 Würfe. Was, glaube ich, den meisten halt auch sehr gut gefällt. Und dann natürlich eine Menge Shinies. Erstmal Shiny an sich. Ich hätte damit nicht gerechnet. Damit hat Niantic mich auf jeden Fall sehr überrascht. Aber dann natürlich auch die Menge, die Leute lieben das. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich wenn man die andere Seite jetzt betrachtet, Shinies wieder hinterhergeworfen. Niantic hat sich gebückt und gebeugt und hat sich jetzt der Menge gebeugt, die ganzen Leute, die sich beschwert haben und hat jetzt sozusagen sich selber aufgegeben und den Leuten das gegeben, was sie wollten, anstatt hier so Rückgrat zu zeigen. Die Seite kann man natürlich auch betrachten, aber ganz ehrlich, ist doch egal. Hauptsache wir hatten Spaß, Hauptsache wir haben eine Menge Shinies, Hauptsache wir haben ein paar hundert Dollar. Also ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Eure Meinung unten in die Kommentare, wie lief's bei euch, wie fandet ihr den Perlu Quest Day? Wollt ihr mehr davon sehen? Denkt ihr, nächsten Monat kommt wieder einer? Also ich denke schon. Also wie gesagt, ich fand's geil. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.